Jo Leute, nochmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der FIFA 16 Trainerkarriere. Und ja, heute geht's ran gegen Saitien. Wo unter anderem der Bruder von Pogba spielt. Und ja. Ja, das ist der Verteidiger. Also ich weiß, dass Falcao gar nicht so klein ist, aber was wäre das? Dieser Pogba, der ist einfach riesig. Der ist einfach nur überriesig. Es geht los. Ich bin krank. Juckt mich nicht. Es geht los gegen Saitien. Saitien. Die Verteidigung kenne ich. Perra und Pogba. Die sind alle beide sehr gut. Und ja. Unsere Aufstellung kennen wir. Bakoyo ist nur für Toulalan drin, denn Toulalan hat sich verletzt. Und ja. Saint-Étienne, wen kennen wir da? Molo Kalish, Cornier, Hamouma, Perrin, Pogba, Jefferson und Rufier. Das treffsicherste Team mit 43 Toren. Und es geht los. Wir haben diesmal mal eher auf defensiv, da das im letzten Spiel nicht gut geklappt hat. Ja, ich wollte gerade sagen, es war aber schon ein starkes Tackling. Ah, starkes Zusammenspiel der Mannschaft. Moutinho dann knapp am Tor vorbei. Gefährlich. Pfosten. Boah, da hatten wir richtig Lack. Nein. Oh. Zwei gute Gelegenheiten. Starkes Zusammenspiel. Dann das Spin, wieder nach außen, nach innen, zack, Flanke, fast geschafft. Oh, böser Fehlpass. Und Moutinho nutzt das aus, 1:0. Juan Moutinho, oder Eigentor, oder was weiß ich. Was auch immer, es war schön. Galt es als Eigentor, ja. Schade. Egal. Ein Tor ist ein Tor, ob ein Tor oder nicht. Wir bleiben auf defensiv. Stark. Das dagegen war richtig schlecht. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ah, schade. Stark gemacht. Aber Stefan Rufier hat den Ball. Stark. Durch die Beine. Alter, wie der den vernascht hat. Juan.
Ah, bei dem läuft auch momentan. Alter Kapper, was machst du denn? Bei dem läuft momentan auch nicht so überragend. Ah, große Spiele in der Mitte. Okay. Stark. 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 Ach du Scheiße, der Abschluss. Was war das? Alles super gemacht für die Turbo, aber dann dieser Abschluss. Was? Komm, Ball, geh's aus. Oh Mann. Okay, dann haben wir Halbzeit 1:0. Und wir sehen uns in der zweiten Halbzeit wieder. Bis so, zweite Halbzeit. Bei uns keine Einwechslungen. Oder vielleicht doch. Denn Saint-Maximin kommt rein und für das Mal Raki wieder eine Chance. So. Wir gehen mal auf Offensiv. Gargamel, auf Iturbe zurück. Abschluss! Abschluss! Jetzt habe ich die ganze Zeit mit dem Abschluss. Abschluss. Moutinho. Stark. Echi Gile. Kommt sich da nicht ganz durchgesetzt. Puh, gefährliche Grätsche. Stark. Kein Foul. Niklas, schmeißt dich da mal. Das war ein Foul von Reggie. Das war nicht gut. Oh, Timon, was für eine Glanzzeit war das denn? Richtig gute Parade. Stark, Timon. Oh, Junge, Iturma, mach die Skills schneller. Auf Undercover. Schöner Pass auf Moutinho. Moutinho, setz dich doch durch, Mann. Nein. Ragi gegen Molo. Ragi macht das da gut. Sergi Semper in. Was war das, Junge? Ich mache einen Pass in den Laufenden. Was macht der? Der schießt den Ball so nach vorne. Auf Cavalero. Spin. Pass. Perfekt. Anastasia Maxima. Und wie viel ich da ganz gut.
Aber Leroy kommt angerannt. Halb hoch, Flanke! Ach, Niklas Süle, fast. Oh, hier steht da keiner. Kein großer zumindest. Oh, Sergi Semper ist sehr müde. Oh, stark macht Jo. Richtig nice. Komm, Sam Maxima, komm schon. Komm, wechsel den Mann. Mann, wechsel auch den Mann, du kleine Misselt, Alter. Kann ich mich schon wieder aufregen. Wow. Hat er den auch noch berührt, ne? Jo, wahrscheinlich. Kannst du keine Kopfwelle berührt, trotzdem den Ball. Das sind die Besten. Das ist ja gar kein Stefan im Tor. Ja, können wir das ja easy ausnutzen. Egal, 2:0. Coutinho hat jetzt auch sein Treffen. Und somit ist es vorbei. Wir gewinnen mit 2:0. Und ja, wir können ja mal kurz auf die Tabelle schauen. So, wir sind erster Platz, ganz weit vorne. Und ja, nächste Folge geht es gegen Lenz, diesen zweiten letzter Platz mit gerade mal 11 Punkten. Und wo steht... Stehen die Scheinchen? 15, Platz 15. 18 Punkte, ja... 2:0 Sieg ist da schon was ganz Gutes. Gut, ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Haut rein und ciao.